Heute sind wir wieder in der Werkstatt und ein Freund hat mich gefragt, ob ich ihm eine mobile Mehrzweckbank bauen könnte, die er für einige Holzprojekte, Gartenarbeit, Grillen und ein paar andere Hobbyprojekte im Freien verwenden kann. Nachdem alles auf die richtige Größe zugeschnitten war, habe ich alle Teile kurz geschliffen, bevor wir mit dem Bohren der Löcher begonnen haben. Da wir bei dieser Konstruktion hauptsächlich mit dickerem Bauholz arbeiten, werde ich die XL-Taschenbohrlehre von Craig verwenden. Diese Vorrichtung verfügt über Einstellungen für zwei- und vierfache Materialien und bietet außerdem die größeren XL-Schrauben für die Arbeit mit größeren Materialien. Ich sollte auch anmerken, dass die XL-Jig-Taschenlochverbindungen etwa doppelt so stark macht wie eine Standard-Taschenlochverbindung, also habe ich ein wirklich gutes Gefühl, was die Stärke und Integrität dieses Baus angeht. Sobald alle Löcher gebohrt sind, ist es Zeit für den Zusammenbau. Ich verwende etwas Holzleim für zusätzliche Haltekraft, aber wie immer bei Taschenlöchern ist das optional. Als nächstes setze ich ein Regal ein, gefolgt von der Tischplatte. Für den Rahmen um die Tischplatte verwende ich ein paar Zweiergruppen, die ich einfach verleimt und mit Nägeln befestigt habe. Zum Schluss ist es Zeit für einen letzten Schleifdurchgang. Dann werde ich etwas Polyurethan-Lack auftragen. Ich glaube, mein Freund wird die Arbeit an diesem Ding wirklich genießen.